Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen bei 7 Days to Die mit dem Grunchko, wie er hüpft und fröhlich und munter ist. Juhu. Es ist entspannte 4.50 Uhr gerade. Ein paar Zombies hatten wir eben gerade hier. Jetzt hört man noch so den einen oder anderen Zombie, den wir hier noch aufräumen wollen. Und dann wollten wir eigentlich nochmal losziehen, um nochmal zu gucken, was hier eigentlich so abgeht. Nehmen auf jeden Fall mal Holz und Stein mit. Das ist immer was Gutes. Damit wir gegebenenfalls, wenn wir auf Dingen stoßen sollten, auf Vogelnester, ich direkt was bauen kann. Das ist eine gute Maßnahme. Ich würde vielleicht auch die Wassereimer mal einpacken. Ja. Dann können wir nämlich hier ordentlich mal Wasser machen. Was ist das denn? Boiled Water. Okay. Ja, das ist das, was du aus Alles klar. Nahrung, was sagt denn die Nahrung eigentlich? Wir haben so viel Essen. Ich fratze mich mal kurz eben voll. Ja, das werde ich auch mal eben tun. Gut, dass du es sagst. Schmeiß einfach mal die Hälfte hier kurz rein, dann kannst du hier dir auch was rausnehmen. Danach muss man immer noch ein bisschen was trinken, weil ja, dieses Fleisch macht extrem durstig, ja. Die ja. Zombies aus. Irgendwie schon, ne? Die sind total am Rumeiern. Und ich sollte vielleicht noch eine Tablette nehmen, damit ich mich heilen kann, denn ich bin ja nochmal schön in die Spieße rein. Tot. Hol sie mir. Und das wollen wir ja nicht. Eine Bandage sollten wir mal mitnehmen diesmal. Ach, die kriecht hier unten lang. Wenn du dann aber, also wenn, während ich die Eimer habe und wir was haben, musst du irgendwie alles aufnehmen, was wir sammeln können, denn die Eimer nehmen ganz schön viel Platz weg. Die können wir nicht stapeln. Alright. Alright. Willst du unsere Haupttür benutzen? Ich benutze unsere neue Haupttür, die Grunchcon mich gemacht hat. Und zwar ist das eine spannende Bunker. Ey, warte mal, ich muss hier erstmal kurz alles leer räumen. Ich habe hier so viel Scheiße mit. Zack, das brauche ich nicht. Wasser, das nehme ich mal mit. Einen Spaten brauche ich jetzt aktuell auch nicht wirklich. Feueraxt ist sinnvoll. Wasser, Fackel brauche ich jetzt auch nicht. Und dann gehen wir mal zu der neuen Tür, die Grunchcon für uns gebaut hat. Und zwar, tada! Du darfst sie auch aufmachen, wenn du möchtest. Okay. Dann kann mal jeder hören, was das für eine geile Tür ist. Rums. Kommen Sie raus, kommen Sie ich raus. Bin draußen. Machen wir sie nämlich auch zu. Genau. Das hört sich immer an, als würde ein ganzes Erdbeben hier durchstarten. In welche Richtung wollten wir denn jetzt eigentlich? Osten. Osten. Also zur Hauptstraße in Richtung Osten. Wir haben da zwar schon mal auf der rechten Seite irgendwas freigedeckt. Aber sind wir nicht weit gekommen. Sind wir nicht gekommen, genau. Deswegen wollte ich einfach mal ein bisschen weiterlaufen. Dann machen wir das doch. Vielleicht treffen wir ja irgendwas, Fleisch, keine Ahnung. Ja, Real Life ist was ganz Schönes. Überhört das Klingeln einfach. Das sind wahrscheinlich Werbepakete. Wir gehen mal weiter. Gucken mal ein bisschen links und rechts nach Nestern schon. Ja, ich sehe im Dunkeln hier leider nichts bei meinem Monitor. Hier ist ein Empty Bird Nest. Also hier war schon mal einer von uns. Hier waren wir schon mal, haben wir schon mal, genau. Du, ich gehe mal nach rechts, du nach links. Wolltest du jetzt gerade auf die andere Seite? Weil du rechts gesagt hast und wenn ja, ich... Wolltest du das Frauenrechts nutzen? Ja, genau, das Frauenrechts. Vorne sind Zombies. Und ein Reh. Nicht, dass du dich schon und total ein Schwein. Verausgabst. Ja, lass uns das vielleicht auf der Rücktour machen. Hier war diese Gasstation. Genau, die hatten wir ja schon mal. Genau, die haben wir ja schon mal. Und weiter sind wir ja noch nicht gelaufen, ne? Nee, deswegen würde ich jetzt auch einfach mal weiterlaufen. Was sagt denn das Auto hier so schön? Hatten wir doch schon mal leer? Ja, das hatten wir schon mal. Das hier nicht. Der blaue nicht, den gucke ich mir mal an. Mach mal, ich halte mal die Stelle. Was hast du gefunden? Federn. Sehr gut. So, ich glaube, wir kommen da auch. Auf der Straße. Ja, wir kommen aber auch in die Schneelandschaft. Ja, genau. Ja, ist doch schön. Ich habe noch einen Hunting Knife gefunden. Ja, sehr schön. Oh, hier ist ein Bird Nest. 26 Federn, das Ei lasse ich jetzt mal hier. Ja, das ist, mittlerweile ist es nicht mehr so wichtig. Ja, ich habe nur Steine hier auf meiner Seite, aber ich übersehe auch grundsätzlich die Vogelnester hier.
Kleber nehmen wir mal mit. Da ist noch ein Zombie auf der linken Seite. Rechts war auch, glaube ich, irgendwas. Da kommt der auf uns zu. Hier rechts. Ja, der ist näher dran. Okay, der rechts ist im Arsch. Okay, dann nehmen wir jetzt den links hier. Ja, okay, der links ist auch im Arsch. Und es schneit. Seht ihr das? Es schneit. Da kommt so ein Monster-Zombie auf uns zu gerade. Ich glaube, die können spucken. Bist du dir sicher? Ja, ich nehme mal lieber was anderes. Klong. Er war jetzt noch nicht tot. Oh shit. Das ist ein Holzfäller. Lumberjack. Frozen Lumberjack. Okay, dann wissen wir schon mal, was hier ist. Jetzt langsam hier Winter. Hier sieht man jetzt die Vogelnester vielleicht ein bisschen besser. Ja, das wäre mal geil. Ich mache mal schon Crossbow-Bolts wieder fertig. Nebenbei ein bisschen was bauen. Wir haben aber auch keine Jacken mit uns und so Scheiß, ne? Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen problematisch. Wollen wir denn eventuell lieber doch nochmal zurück und dann ein bisschen, bisschen bei den Wald weiter suchen? Ja, das ist eine gute Maßnahme, weil ich friere mir hier dann einen Arsch ab und... Ja, nee, sterben wollen wir jetzt. Du hast auch keine Schuhe, glaube ich, an, ne? Nö. Aber das Reh hätten wir noch mitnehmen können. Wo war's? Ja, aber dann riechen wir sofort. Oh, verrückte Welt. Hier ist noch ein Birdnest. Jawohl, ja. Wir können ja auch einfach mal hier jetzt rüberlatschen Richtung Süden, durch den Wald einfach durch. Hm. Da ist der. Der Dreh. So. Da ist noch ein Reh. Und ein Zombie. Hab noch ein Vogelnest gefunden. Da ist ein Zombie. Und? Oh, der ist festgebackt. Jetzt. Ja, komm, festgebackter Zombie, den klatsche ich so um. Fletch! Ich hab einen Huhn getötet. Du Mörder! Daraus kriegt man immer schön viele... Federn. Ich habe auch Raw Meat, aber das habe ich jetzt erstmal weggeschmissen. Ja. Das ist gar nicht so verkehrt. Jetzt eigentlich nur wegen den Federn. Sinnvoll wäre ja, wenn wir dann nochmal eine Wasserquelle finden, weil... Ja, wo bist denn du? Ich bin weit weg, da schon. Das Komische ist, dass bei mir wird mittlerweile die Map nicht mehr aufgedeckt. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, warum das so ist. Das ist ganz mysteriös. Ich sehe nur unser Haus und da, wo wir jetzt aktuell langgelaufen sind und nicht mehr, wo unsere Wasserquelle ist und so weiter und so fort. Mal mehr Richtung Süden als Südwesten nehmen. Ja, nehmen wir halt Süden, ist so genau. Völlig geschmeidig. Oh. Long. Aber so wirklich Zombies gibt's ja auch nicht. Wenn da hinten irgendwas wäre, warte mal. Warte nur darauf, dass ich irgendwann mal so einen Bären in die Arme renne. Ich habe gelernt, diese Baumstümpfe, sie könnten auch was beinhalten. Richtig. Da liegt Müll auf der Straße hier. War auch nichts drin. Wer lädt denn auch bitte Müll ab? Oh, da kommt ein Zombie auf uns zu. Warte. Ah, komm mal her. Noch ein Nest gefunden. Und. Oh. Oh, fuck. Der war ein bisschen stärker. Ja, hat der Bullets dabei, also Casings nur. Wow, was ist denn da hinten los? Siehst du was, was ich nicht sehe? Was, als wenn es hier eine Straße gibt? Ja. Eine Straße. Ein Weg, auf jeden Fall. Hast noch ein Vogelnest? Wurde das leer. Hier ist zumindest ein Weg. Guck mal, da hinten ist ein Laternenpfeil. Cool, dann gehen wir mal hin. Dann gehen wir mal in die Richtung, würde ich vorschlagen. Yes. Na, das Auto ist auf jeden Fall leer. Ein weißes Auto. Durchsuchen wir mal fix. Da kommt ein Zombie auf uns zu, auf der linken Seite.
dabei. Klonk. Genau, immer auf die Fresse. Da war noch ein Reh, habe ich gerade gesehen, auf der linken Seite. Das lassen wir jetzt aber auch erstmal. Hier ist noch ein Weg. Ja. Aber hier sind irgendwie auch keine Häuser, was ich eigentlich dachte. Ja, dachte ich jetzt auch. Eventuell wäre was dabei, aber... KR-Filter, brauchen wir sowas? Öl? Nein, erstmal nicht, oder? Da ist noch ein Zombie hinten, der eiert da rum. Ja, aber da kommen wir jetzt wieder Richtung Schnee. Da kommen wir wieder Schnee, dann gehen wir Lass uns mal in die andere Richtung gehen. Ich nehme eine Miste. Wir nehmen den Weg links. War ein Huhn. Huhn. Gockel, Gockel. Wo ist das Chicken? Da ja, ist es. Da ist es. Töten. Das sieht so geil aus. Wie du... Hä? Die geben voll geil Federn, die Dinger. Töte es. Erledigt. Weiter geht die wilde Fahrt. Der 82. Da kommen Häuser. Nee, das ist unser Krankenhaus, oder? Nee, das kann nicht sein. Wir entfernen uns ja von der Stadt. Dann ist das ein schönes neues Häuschen. Guck mal, hier links, hier drüben, auf Richtung Nordosten. Ah. Da sind Zelte und ah, da hinten ist dann ein Einkaufsladen. Da ist auch ein Zombie. Rein. Wo? An dem roten Häuschen gerade rechts davon. Zwei, Vorsicht. Einer ist tot. Oh ja, okay. Na, der zweite glaube ich auch. Ja, das denke ich auch. Gehen wir eben durch. Den Baumstumpf, leer. Hier war noch eine Kiste. Blueberries, Potato und Wasser. Ja komm, ich pack sie mal ein. Hier ist ein Sportsback, Shotgun, Hunting Rifle, Machete. Na, Machete ist ja noch geiler. Machete. Oh, ach nee, das warst gerade du. Mit dem Reißverschluss. Alter, habe ich mich erschrocken. Beike. Noch mehr Potatoes. Ein Schlafsack? Brauchen wir einen Schlafsack? Nö. Nö. Hier, das ist ein Duffelback. Den hast du noch nicht. Pistol Grip, jawohl. Und Bottled Water. Nehmen wir mit. Aber vielleicht wären diese zwei Schlafsäcke gar nicht so verkehrt, weil Grunchcore hat ja einen schönen Plan gehabt, dass wir uns vielleicht irgendwann mal in die Erde buddeln wollen und uns einen Bunker bauen. Ich baue einen Bunker. Bunker. Und in Berlin. Genau. ja. Jetzt habe ich das Haus verplant. Da ist das Haus. Ich wäre jetzt Richtung Weg wieder gegangen und dann wieder weitergelaufen. Genau. Das scheint auch eine Gasstation. Was ist das? Im Optimalfall ist es eine Bücherei mit Sachen, die wir lernen können. Nein, das sieht aus wie ein Foodladen. Ja. Aus wie ein Einkaufsladen. Ist auch in Ordnung. Erstmal die Umgebung sichern. Da ist ein Zombie auf jeden Fall drin. Ach, jetzt kommen wir wieder in das verbrannte Ding. Ja. Ich gucke jetzt nochmal außen. Aber das sieht eigentlich sehr gut aktuell hier aus. Ich glaube, außen kommen wir besser rein. Also hier über den hinten Weg. Ist eine Tür, ne? Oh, da ist ein Zombie. Ich habe einen gefunden. Wow. Wo denn? Wo bist du? Da. Man kann sogar hoch. Machst du einen tot? Ja, ich locke ihn gerade mal. Katsching. Er lebt noch. Rauf da. So, jetzt. Ich höre irgendwie noch was. Ja, die sind drin. Ach, das sind die drin. Ja, okay. Ja. Warte mal, wenn man hier auf der Rückseite ist, kommt man, glaube ich, besser rein. Oh, sie kommen gleich raus. Die zerkloppen gerade die Tür vorne. Also entweder kommst du nach vorne und wir töten die von hier vorne. Alles klar. Bin on my way, quasi. Sofort. Instant. Die brauchen zwar noch einen Augenblick, aber... Sie sind gleich durch. Ja. Da kommt sie. Bin da. Alte Drecksauni. Oh. Schön drüber hinweggeschossen. Tot? Nee. Jetzt. Das war wahrscheinlich auch nur einer. Hallo? Nee, ich höre noch was klappern. Die sind hinten drin bestimmt noch. Ja, da hinten ist noch einer. Aber erstmal können wir hier anfangen. Erstmal alles durchzuwühlen. Jo. Bier ist nicht verkehrt.
Bücher sind am interessantesten, wenn wir welche finden. Noch mehr Bier. Note, das ist leer. Hier, diese Kisten müssen wir erst einschlagen, ne? Nee, ich konnte eben gerade einfach so nehmen. Casino-Token, was sind diese Drecks-Casino-Token, echt? Ah, sie sind draußen. Bist du auch draußen schon, oder nicht? Ah, ey, wie sehr ich hier doch verkacke. Die sind jetzt in dem Einkaufsladen. Ja, ich bin hinter dir. Nicht feuern. Okay. Cornmeal? Was? Ja, hier hinter ist noch eine. Du kannst nämlich diese Kisten mit der Feueraxt zerkloppen, dann befindet sich was da drunter. Meat Stew. Aha. Bottle of Water. Mhm. Nee, damit zerschlage ich den nur. Die kannst du auch so durchsuchen. Nee, okay. Musst du mal. Ich höre immer noch ein paar Zombies hier. Aber die scheinen irgendwie draußen noch mit zu sein, oder? Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr von dem Laden hier erhofft. Echt, ne? Was ist das Geiles hier? Bier, Blueberries und Meat Stew? Ja, Meat Stew weiß ich nicht, ob das passend ist. Wir nehmen es einfach mal mit. Da bist du. Ich habe hier mal die Tür geöffnet zum Bad. Ja, ich sehe dich. Da ist noch mehr Bier. Also Bier haben wir jetzt gleich jede Menge. Ah, da ist ein Zombie, okay. Komm mal her, Tussi. Das ist dann, als wären die alle draußen. Nee, hier hinten. Antibiotika gefunden, geilo. Noch mehr Bier. Ich glaube, das war eine Brauerei hier. So, und jetzt kann ich mit der Feuerwerks die Holzkisten kaputt machen. Genau. Und genau, es gibt ja einmal verpackte. Genau, und einmal diese unverpackten. Blueberry Pie? Ich kann nichts mehr aufnehmen, ich bin voll. Ach so, draußen sind die, ne? Ja, ich kann aber auch nichts mehr aufnehmen. Kommt, glaube ich, auch gleich rein hier. Was ist mit der nicht in Ordnung, Mann? Ich würde hier gerne mal mit durch den Kopf schießen, wenn sie hier so reinpackt. Und das bringt nichts. Ich glaube, die Tür blockiert das noch aktuell. Ja. Ja, komm. Ja. Die lebt noch, ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich kann ja in der Zeit mal für dich die Kisten hier zerprügeln und du kannst ja gucken, ob was Passendes drin ist und dann nimmst du es einfach mit, wenn es dir gefällt. Ja. Noch mehr Bier und Honig. Honig ist gut. Hen of Ham ist auch gar nicht schlecht. Ja, pack einfach ein. Ich bin, wie gesagt, voll. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Ja, hab jetzt alles soweit. Dann gehen wir wieder raus? Ja. Na, guck mal, da an der Tür sind welche. Zwischen die Brüste. In den Kopf. Ich glaube, jetzt müsste die Zeit auch gleich rum sein. Ja, oder? Die Zeit ist auch gleich rum, genau. Ich hätte darauf jetzt noch gewartet, dass wir das hier beenden. Und dann war es zumindest ein bisschen Erfolg. War jetzt nicht der Bringer hier. Ich habe mir so ein bisschen mehr erwartet von dem Einkaufsladen hier gerade. Ja. Aber scheinbar hat das ganz gut funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns von euch, würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst. Sehen uns in der nächsten Folge, sagen auf Wiedersehen und Goodbye. Bis dahin. Ciao.